Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu meiner weiteren Folge für FIFA 14 Ultimate Team. Jetzt spielen wir mal wieder mit dem Bundesliga-Team. Ich habe jetzt mal eine andere Aufstellung wieder, 4-1-2-1-2. Mit Mandzukic im Sturm. So, spielen wir Online-Saison natürlich. So, wir haben die Klasse gehalten beim letzten Spiel, haben wir noch einen Unentschieden geschafft. Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen. So. Gegen Bayern-Spieler. Alles klar, legen wir los. Hameln FC. Okay, Bundesliga-Team mit Aubameyang, Blaschikowski, Müller, Boateng, Martinez, Luis Gustavo, Alaba, Dante, Boateng. Peacecheck und Manuel Neuer. 4-2-3-1-2. Ja, ne, vorne Pace mit Aubameyang. Aber was soll's. Jeder spielt so, wie er will. Und erstens interessiert das sowieso keinen. Von daher geht's los. Er drückt sofort Pause. Warum? Da drückt er sofort Pause. Verstehe ich zwar nicht, aber warum? Naja, ist mir egal. So, der fängt an. Naja, wir meinen, uns ausgetackelt. Er wechselt. Warum wechselt er? Wer kommt denn rein? Robin Reus groß. Aha. Das bringt es ja voll. Warum hat er die nicht gleich drin? Verstehe ich zwar nicht, aber soll mir egal sein. Lewandowski läuft. Machen wir eine Kurzflanke. Schade, kommt nicht an. Aber nicht schlecht gedacht, immerhin. Jetzt drückt er schon wieder. Pause. Schade. Peacecheck ist da, sauber. Der gefällt mir ziemlich gut. So, machen wir. Da wollte ich eigentlich hin. Nicht hin. Ihr abgesetzt gewesen, glaube ich. So, den haben wir nicht. Ist klar. Einfach weg. So, Mandzukic. Robin kriegt den Ball nicht. Ne, also. Da war gerade meine Mutter zu hören. So. Alaba. Gut, die Flanke war nicht gerade die beste. Was denn jetzt? Robin kriegt gelb. Alles klar. Ja, Junge. Gündogan mit Art. Und dann machen wir einen Zeitverzieher, aber der war scheiße. Sauber von Alaba. Der läuft da doch ganz frei. Nee, da wollte ich nicht hin. Er grätscht jetzt ziemlich viel. Gustavo sauber. Nein. Oh, macht da ein schönes Roulette. Gustavo ist da.
Okay, und da läuft er doch. Nein, er läuft nicht, aber er setzt sich durch, aber. Ah, Dante setzt sich auch leider durch, pusht sich. So, Diego. Robin. Mandzukic, ja, wo soll ich hinpassen? Ja, ich wusste nicht, wohin, wo soll ich hinpassen? Ich habe keine Anspielstation. Abseits, gut. Glück gehabt, dass es abseits war. Alles klar, so, komm weiter. Jetzt guckt er sich das nochmal an. Junge, das interessiert doch keinen. Reus. Das war ein Foul eigentlich. Aber abseits. Oh, das ist gefährlich. So weit würde ich dir nicht empfehlen, mein Freund. Mann, Zuckisch, du bist aber so ein Hohl, ey. So. Jetzt drückt dieser, also jetzt regt mich der, also die Typen, gegen die ich heute spiele, die regen mich total auf. Warum drückt der Pause? Ist der dämlich im Kopf oder was? Robin, man zuckelt. Wäre es gewesen, Schuss von Martinez so. Also, das wäre es ja gewesen, also. Na, spielt er sich auch raus. Ich bin ja mal heute gespannt, ob Bayern verliert gegen Man City. Also, ich tippe mal, es wird ziemlich ein enges Spiel. Wobei Bayern ja 7-0 gegen Werder Bremen gewonnen hat. Aber soll nichts heißen. Man City ist ja schon ein anderes Kaliber als Werder Bremen, sag ich mal. Mit Agüero und so. Ich guck mir das schöne andere Spiel, da freue ich mich schon drauf. Und der Gegner freut sich über ein Tor von Aubameyang. Immer über Kopfbälle machen die Gegner bei mir ein Tor. Die können halt nicht so wie ich durch die Mitte spielen. Also wenn da mal ein neues Update kommt und nicht mehr so viele Kopfbälle dadurch passieren, ich denke mal, dann habe ich wieder bessere Chancen. Aber ich finde Flanken ziemlich langweilig, muss ich ehrlich sagen. Guckt so, das meine ich nämlich. Das war jetzt zwar auch eine Flanke, aber die musste sein. Oh, da hat er Glück. Hat er ziemlich viel Glück. So, da gibt Freistoß, Junge. Eine gelbe Karte noch. Er fault ziemlich viel. So, jetzt kommt Robin Power. Ne, doch nicht. Naja, jetzt pfeift er ab. Wäre noch eine gute Chance gewesen vielleicht, aber was soll's. Ich denke mal, ich bin besser. Sieht man ja in der Statistik.
So hätte er seinen Fuß dazwischen, hätte er einfach runterrollen und lassen können. Aber Juszczyk ist da und verliert den. Er geht nicht an den Ball. So, jetzt aber. Lol. Ich hab doch weggezogen. Naja, ist da. Alaba. Komm, schick mal Robin. Schön. Eckball wenigstens. Bringen wir auch mal mit Robin. Was ist denn Robin? Da. Nicht gerade gefährlich. Jo, ist klar. Er kriegt den Ball. Wer sonst? Also, ich finde ich blöd. Neuer hat den Ball wenigstens. So, da läuft Diego. So, jetzt lauft euch mal frei. Komm. Mit seit ihn. Ja, ich weiß nicht wohin. Wo soll ich denn hinpassen? Ist keiner frei. Boah, Alter, ich flipp gleich aus, ne? Yo, ich hab doch X dann gedrückt. Oh Mann. Och nee, diese Engine von FIFA, die ist schon total scheiße. Sag ich euch ganz ehrlich, die ist nicht gut. Jo, Neuer, lass dich nochmal fallen. Total, totaler Quatsch. Totaler Quatsch. So, da läuft er doch. Nein, da will ich doch nicht hin. So, jetzt flank ich auch mal. Kommt, also Robin, Alter. Setz dich doch mal durch, Junge. Was geht? Nein, ich habe schon längst gedrückt, aber ich weiß nicht, warum er nicht spielt. So, Lewandowski jetzt aber. Ja, ist abseits. Junge, was für ein Lack hat der dieser Typ? Ganz knapp, ganz, ganz knapp. Moment ist da, gut. Schön. So, jetzt lauf, Diego. Alter, ist klar. Nein! Hat der einen Lack, den hätte ich abfangen können. Oder sogar müssen. Aber bei mir machen die Spieler das nicht automatisch, wie bei den anderen Leuten. Bei mir machen die das nicht. Ich muss ganz alles selber steuern, ganz alleine. Bei mir gehen die auch nicht zum Ball, gar nichts. Das ist kein Abseits. Ey, also. Ja, doch, war schon Abseits. Komm, ich brauche den Ausgleichstreffer. Och, Mann, diese Engine. Scheiße, ey. Schauen wir mal auf Offensiv, Leute. Ist klar. Leute, meine Abwehr rückt nicht nach. Mandzukic, bist du dämlich im Kopf? Oder wie läufst du? Lauf doch in den freien Raum ein, du Pissnelke. Abseits. Reus. Schön. Lewandowski.
Warum ist das bei ihm kein Abseits? Er flankt rein, er kann nichts anderes, er kann nichts anderes, seht ihr doch. Er kann euch mal zwangen, er kann gar nichts, außer rennen und Pause drücken. Mehr kann der, dieser Gegner nichts, der ist so dämlich, dieser Typ, ey. Der regt mich richtig auf, Leute. Luck hat er auch noch. So. Hier, guckt. Jo. Meine Spieler kommen nicht hinterher wie seine. Momentum pur. Ja, den kriegt er jetzt auch nicht. Also wenn der jetzt kriegt, dann sage ich Cheater. Jo, ist klar. Schön, Robin, wieder abgefangen, den Fehler wieder gut gemacht. Und da unten läuft er doch, der Reus. Da läuft der Reus doch. So, jetzt flank mal rein. Jo, Luck for the win. Mandzukic war schon dran. Ja. Ja. Jo, ey, dieser Luck. Dieser Luck, den die Spieler haben. Ich hab schon längst einen anderen Spieler ausgewählt, der wechselt nicht. Er wechselt einfach nicht, wenn ich L1 drück. Da steht doch ganz frei. Nee, da wollte ich nicht hin. Also wirklich, also es nervt mich total. Jo, oh, gewinn doch ein Kopfballduell. So, Mandzukic. So, jetzt aber, komm. Ist der dämlich, dieser Typ? Was macht der Mandzukic da? Guckt's euch an, Leute. Also. Na, jetzt haut er den natürlich weit weg und jetzt pfeift er ab, der Schiri. Was ein Lacksieg für meinen Gegner. Ich war deutlich besser. Viel besser war ich. Also, gibt's nicht, Leute. Ich verzweifle nur an dem Spiel. Ich hatte mehr Schüsse aufs Tor, mehr Ballbesitz, Zweikampf, mehr Schussgenauigkeit sogar mehr. Ja, er kommt einmal durch und macht ein Tor. Luck for the win wieder. Aber, warum rieche ich mich überhaupt auf? Das ist nur ein Spiel, Leute. Das ist eigentlich nur ein Spiel, ein blödes Scheißspiel ist das. Ich werde mir jetzt demnächst mal ein Gaming PC holen und dann, da gibt's mehr Spiele. Das soll die Grafik besser. Wobei die PS4, ob ich mir die holen soll. Ich warte noch ein bisschen, bis die billiger wird. Die kriegt man jetzt eh nur überteuert hier bei eBay. 800 Euro, wer die kauft, finde ich, da kann man auch warten noch. Kann man sich noch schöne Spiele dazu kaufen. Aber muss jeder selbst wissen. Von daher verabschiede ich mich von euch und sag mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und haut rein. Ciao.